Hallo zusammen, jetzt kommen wir zum nächsten Video bei den quadratischen Gleichungen. Ihr habt quadratische Gleichungen bereits mit Hilfe der Mitternachtsformel gelöst. Nochmal, Mitternachtsformel. Ja, Mitternacht, aufwachen, Lösungsformel trotzdem auswendig können. Und jetzt untersuchen wir einen Teil der Lösungsformel etwas genauer. Wie ihr bereits erkannt habt, notiere ich beim Aufstellen der Lösungsformel immer direkt dieses x1 und x2 vor der Formel. Denn im Normalfall existieren zwei Lösungen. Es kann aber auch vorkommen, dass nur genau eine Lösung oder sogar gar keine Lösung existiert. Und das kann ich bereits am Term unter der Wurzel, an dem b² minus 4ac, der sogenannten Diskriminante ablesen und erkennen. Diese Diskriminante ist also nichts anderes als nur dieser eine Term unter der Wurzel. Und in diesem Term, wenn ihr euch erinnert an das Video von vorher, wo es um die Lösungsformel, um diese Mitternachtsformel ging, sind letztendlich nichts anderes als die Koeffizienten wieder eingesetzt. Und wenn ich die hier einsetze, ergibt sich immer unter dieser Wurzel einfach ein Zahlenwert, ein ausgerechneter Zahlenwert. Und an diesem Zahlenwert kann ich bestimmte Eigenschaften und eben die Anzahl der Lösungen einfach direkt erkennen, ausrechnen und direkt entscheiden, wie viele Lösungen gibt es denn. Schauen wir uns also die Diskriminante noch mal ein bisschen näher an. Diese Diskriminante, wenn ich also die Werte eingesetzt habe, kann folgende Situationen ergeben. Entweder ist die Diskriminante größer als 0, das ist eigentlich der häufigste Fall, dann existieren zwei Lösungen für diese Lösungsformel, es gibt dann also ein x1 und x2. Es gibt zwei Lösungen, denn die Wurzel aus einer positiven Zahl, was ja dann die Diskriminante da ist, gibt eine positive Zahl und das Plus-Minus vor der Wurzel in der Mitternachtsformel wird also wirksam. Es kann aber auch passieren, dass die Diskriminante genau 0 ist. Ist sie genau 0, gibt es nur eine Lösung. Da die Diskriminante ja 0 ist, ist auch die Wurzel aus dieser Diskriminante dann 0. Und ob ich plus 0 oder minus 0 rechne, kommt dann auf selbe raus. Also hat dieses Plus-Minus vor der Wurzel in der Mitternachtsformel eben keine Auswirkung. Deswegen gibt es nur eine einzige Lösung. Und der andere Fall, wenn die Diskriminante dann kleiner als 0 sein sollte, dann gibt es gar keine Lösung. Das kommt daher, dass aus der negativen Diskriminante ja keine Wurzel gezogen werden kann. Und wenn keine Wurzel gezogen werden kann, ist deshalb an dieser Stelle die Gleichung sofort erledigt, denn ich kann keine Wurzel ziehen, diese Gleichung ist also nicht lösbar und damit ist die Lösungsmenge dann eben auch eine leere Menge. Betrachten wir das Ganze jetzt nochmal mit einem geometrischen Hintergrund. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe in dem Video vorher kurz erwähnt, dass dieses ax² plus bx plus c, das kommt uns ja bekannt vor, sieht ja aus wie die Parabelgleichung, die allgemeine Form davon, die wir kennen. Und wenn wir ax² plus bx plus c gleich 0 setzen, ist das im Prinzip ja nichts anderes, als die Nullstellen einer Parabel zu bestimmen, die da so im Hintergrund sozusagen geometrisch dahinter steckt. Wenn ich jetzt also eine Diskriminante habe, die größer ist als 0, habe ich also zwei Lösungen. Und letztendlich bedeutet das nichts anderes, als dass diese Parabel so im Koordinatensystem liegt, dass ich auch tatsächlich zwei Nullstellen habe. Das ist dann diese hier und diese. Das heißt, für diese Parabel oder für diese quadratische Gleichung, die ich somit geometrisch veranschaulichen könnte, wären die Lösungen, die rauskommen, x gleich 1 und x gleich 3. Das wären meine beiden Lösungen. Wenn ich die Diskriminante mit d gleich 0 habe, besitzt das Ganze nur genau eine Lösung. Das heißt also, an der Stelle würde die Parabel genau so liegen, dass nur dieser eine Punkt hier,
also nur der Scheitelpunkt, ganz genau auf der x-Achse liegt und somit habe ich eine einzige Lösung. Nullstelle, ja, ist so ein bisschen grenzwertig, ob man Nullstelle dazu sagt, denn es ist ja nicht geschnitten, aber im Prinzip ist es genau eine, denn der Wert an der Stelle ist ja genau 0. Und die letzte Situation wäre dann, wenn die Diskriminante kleiner ist als 0, denn dann gibt es ja keine Lösung. Geometrisch betrachtet steckt dahinter also, dass die Parabel so im Koordinatensystem liegt, dass eben hier an der Stelle die x-Achse überhaupt nicht geschnitten wird. Also habe ich auch entsprechend keine Nullstellen und keine Lösung in dieser quadratischen Gleichung. Und jetzt werden wir noch ein kleines Beispiel mal an einem Beispiel nochmal festmachen, wie ich eventuell vorher die Betrachtung der Determinante einschieben kann, bevor ich überhaupt weiterrechne und die Lösungsformel ausrechne. Manchmal ist es ganz sinnvoll, die Diskriminante vorher zu betrachten, denn vielleicht ist ja in dem einen oder anderen Schritt, erspare ich mir dann schon dieses Aufteilen in x1 und x2. Oder wenn ich sehe, die Diskriminante ist kleiner als 0, dann kann ich ja im Prinzip den Rest auszurechnen, kann ich mir ersparen und kann einfach direkt daraus folgern, dass ich keine Lösung habe und eben die Lösungsmenge eine leere Menge ist. Gut, dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe mir hier ausgesucht die quadratische Gleichung x² minus 4x plus 4 ist gleich 0. An der Stelle hier drüben, jetzt nicht erschrecken, das ist plötzlich nicht irgendeine andere neue Formel schon wieder, sondern das ist immer noch die Mitternachtsformel mit x1, 2 ist gleich minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante. Die habe ich nur diesmal als groß D hingeschrieben, die Diskriminante hier unten extra für sich. Und jetzt möchte ich ja mal zeigen, dass es schon Sinn macht, eventuell die Diskriminante vorher mal einfach allein für sich zu betrachten. Und vielleicht kann ich an der Stelle dann schon sagen, ja okay, ich weiß jetzt schon, wie viele Lösungen es gibt und ich kann entsprechend vielleicht meinen Lösungsweg ein bisschen anpassen. Also stellen wir hier die Diskriminante mal auf, dann hätte ich hier in dem Fall die Diskriminante d mit b zum Quadrat, also minus 4 zum Quadrat, minus 4 mal a. A ist in dem Fall die 1, die hier ja vor dem x² eigentlich steht, aber natürlich nie hingeschrieben wird wirklich. Und mein c, also 4. Und wenn ihr das jetzt mal ausrechnet, minus 4 in Klammern zum Quadrat, minus 4 mal 1 mal 4, dann ergibt das eben 0. Sondern an der Stelle, wenn ich weiß, meine Diskriminante ist 0, dann kann ich hier an der Stelle schon entscheiden, es gibt eine einzige Lösung. So, und als Einfluss auf meinen, als Auswirkung auf meine Lösungsformel ist es jetzt eben folgendes, dass ich nicht mehr hinschreiben muss x1 und 2, weil ich weiß ja bereits, es gibt nur eine einzige Lösung. Also mein x ist dann minus b, also minus, minus 4. Und das plus minus Wurzel aus d, das schreibe ich jetzt nochmal für euch zur Vollständigkeit hin, aber das könnte ich jetzt eigentlich schon weglassen, denn das ist ja plus minus Wurzel aus 0. Das macht ja keinen Unterschied mehr. Normalerweise lasst ihr es an der Stelle weg. 2 mal 1 als 2 mal a. Und wenn ich das jetzt noch ausrechne, habe ich für meinen x-Wert einfach nur die 2. Das heißt, meine Lösung hier an der Stelle hat tatsächlich nur ein einziges Element. Ich habe nur eine Lösung für diese Gleichung und mein Lösungsweg, das seht ihr schon, ist doch etwas kürzer geraten, weil ich direkt gewusst habe, es gibt nur eine einzige Lösung. Das heißt, geometrisch betrachtet, was jetzt wieder dahinter steht, das ist genau diese Situation, die ich euch vorhin gezeigt habe. Hier würde der Scheitelpunkt der Parabel, die dahinter steckt, genau auf der x-Achse liegen und deswegen gibt es nur diese eine Nullstelle. Also für diese quadratische Gleichung, die ich hier lösen möchte, nur ein einziges Element in der Lösungsmenge. So viel zur Diskriminante noch und das waren im Prinzip jetzt alle drei Videos zu den quadratischen Gleichungen. Jetzt folgen dann einfach weitere Übungsgelegenheiten, hoffentlich in der Schule.